Jo, 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 was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben jetzt eine Woche später nach dem letzten Leistungsprüfstandslauf. Oh ja. Noch bevor wir eine Stage 2 Plus drauf hatten, mussten wir das Ganze abbrechen, weil uns leider der Kühler gerissen ist. Kommen wir schon gerade ein bisschen vor wie JP performen. Hier haben wir den Standard BMW Kühler, ne? Hier einmal gerissen, oder? Warte, muss mal kurz gucken, das war so. Genau, hier ist es gerissen. Einfach aufgerissenes Plastik. Ich habe auch schon geguckt, hier steht ein wunderschönes Datum drauf. Siehst du das? 27.07. Oh, jetzt habe ich mir Kühlflüssigkeit im Mund gemacht. Boah! Boah! 27.07.06. Zwingt auch noch an zu regnen, deswegen muss ich ein bisschen lauter. Ja, Altersschwäche, ne? Ganz klar, Altersschwäche. Das ist auf jeden Fall schon absolut. Burrös. So, dann ist ein neuer Kühler reingekommen. Entlüftet wurde das Ganze auch schon, alles hier von Opticast. Bei BMW Entlüftung, das ist immer so ein Spielchen. Und dann würde man ja denken, okay, komm, Max, mach jetzt einfach eine Stage 2 Plus drauf und gut ist. Jetzt kommt's aber. Wir haben nicht nur Kühlflüssigkeit dann natürlich überprüft, sondern auch das Öl. Eigentlich ist der Motor frisch. Ich weiß nicht genau, ob wir das hier auf Kamera aufgefangen bekommen. Das Öl soll im Übrigen frisch gewechselt worden sein, bevor ich den Wagen gekauft habe. Sein, es sieht ja so dermaßen dreckig aus, das Öl. Es ist echt geisteskrank. Es riecht auch komplett nach Sprit. So, ihr müsst euch halt vorstellen, der Wagen ist jetzt hier seit einer Woche nicht gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Glitzerpartikel, da, ja, die Glitzerpartikel seht. Oh ja, alter Schwede. Scheiße. Es ist tatsächlich sogar relativ viel, ne? Bin mir nur nicht sicher, ob es Blasen sind, aber wie gesagt, der Motor lief jetzt hier erstmal ein paar Tage nicht, ne? Das Öl ist auch komplett kalt, also wüsste ich nicht, woher die Blasen kommen sollen. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, okay, Schwäne im Öl, Abbruch, komplett. Opticast meinte auch so, oh Digga, jetzt hier eine Software drauf spielen. Im Endeffekt, wenn der Motor uns um die Ohren fliegt, ist es natürlich jetzt auch keine gute Werbung für die Firma, sag ich mal. Deswegen habe ich mir an der Stelle fachkompetente Unterstützung rangeholt. Soll jetzt nicht heißen, dass Opticast hier nicht vom Fach wäre, aber einige werden sie vielleicht kennen, CFD GmbH, Carbon Fiber Dynamics aus Dortmund. Die haben sich auf den Weg nach Bremen gemacht. Die werden sich einmal das Öl angucken, wir werden das gleich einmal gemeinsam ablassen, den Filter angucken und werden dann bewerten, ob das Ding mit frischem Öl nochmal auf den Leistungsprüfstand kommt heute oder nicht. Es tut mir wirklich leid, ich hätte jetzt auch Bock hier komplett abzureißen und Prüfstand und sonst was, aber wenn die Karre wirklich hier jetzt so eine Probleme macht, dann muss man sich erstmal halt um die Probleme kümmern. Es ist einfach los, was soll ich euch sagen, Alter. Wir wollen jetzt auch einfach hier nur richtig geilen Prüfstandslauf haben, ne? Ich werde schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Self-destruction. Gut, erstmal wieder Fehler löschen, ne? Freut mich nicht, der hat schon wieder irgendwelche Adaptionswerte vergessen wegen Batteriespannung. Ach, kurz die Fehler rausgelöscht. Oh ja. So, müssen wir den Ölfilter anlösen. Upp. Ah, schön, super. Nachdem wir jetzt ein bisschen Temperatur hier auf dem Öl haben, werden wir den ganzen Wagen jetzt hochfahren. Ölfilter habe ich gelöst, dann Öl ablassen und alles durch dieses Tuch laufen lassen, was sich wunderbar eignet. Hoffentlich von der Durchflussmenge auch. Und dann mal gucken, ob wir Späne drin haben oder nicht. Oder wie viele oder nicht. Oder insgesamt oder nicht. Willst du das alleine machen? Ja, alles gut. Finger? Oh oh. Ja doch, das tut. Ah! Ich muss den Fluss verringern. Finger drauf. Alter. Du fragst noch, willst du es alleine machen? Du sagst ja. Ja. Also es ist wichtig, dass wir jetzt wirklich hier alles auffangen, damit wir wirklich auch alle Späne, die da eventuell im Öl drin sind, eingefangen bekommen.
aber wie man hier unschwer erkennt, okay, ihr seht es jetzt nicht, wenn meine Hand darüber ist, aber das fließt auf jeden Fall langsamer durch unseren selbstgebastelten Filter ab, als ursprünglich geplant. Dauert zur Zeit eine halbe Stunde, ne? Hallo! Wir schauen uns gleich einmal gemeinsam an, was da für Rückstände sind, aber zuerst meine Gäste, vielleicht möchte ich euch selber vorstellen, wer seid ihr und was qualifiziert euch jetzt quasi hier ein Urteil über mein Schatten, mein Herzensprojekt? Urteilen wollen wir natürlich gar nicht. Ja, ich bin Malte von CFD aus Dortmund. Wir reiben in erster Linie Tuningteile als Zubehör und wir sind ja in Kontakt gekommen, weil wir auch vor kurzem Zeit so ein Auto als Projektauto haben. Genau, aber ihr habt ja nicht irgendein Projekt gemacht, sondern sie haben Deutschlands, also zumindest für Deutschland, das erste Single-Turbo N54-Projekt gemacht, was ich so gesehen habe. Genau, also unser Auto damals, das wir verlost haben an unsere Kunden, das war ein V-Turbo, aber dann das Auto von Patrick, und deswegen ist Patrick hier, den habe ich extra mitgebracht, ein guter Freund von mir, der sich privat seit 10 Jahren eben mit diesem Motor auseinandersetzt, und an seinem Auto bauen wir diesen Single-Turbo, und das ist das zweite Projekt, was wir machen. Und deswegen glaube ich, dass wir einen recht guten Zugang zu dem Konzept haben. Grundsätzlich euer Eindruck vom Fahrzeug, was sagt ihr? Abenteuerlich. Also ich habe grundsätzlich kein Problem mit abenteuerlichen Autos. Unser Wagen sah ähnlich aus, hohe Laufleistung, aber wir haben schon gerade so ein paar Sachen gesehen. Der hat 350.000 Kilometer. Ja. Aber angeblich ein frischer Motor, kannst du ja vielleicht auch. Auf den ersten Blick sieht man, dass der auf jeden Fall neu gemacht wurde, weil der ist auf jeden Fall trocken und ein Motor mit der Laufleistung in 54 wäre auf jeden Fall schmockendicht. Ja, das ist der schon mal nicht. Das ist jetzt aber, glaube ich, noch nichts so richtig Besorgniserregendes. Also so, ich sag mal so, dieser Spanfilm, der kommt ja automatisch, wenn du die Kolbenringe neu machst. Dann laufen die sich ja ein. Genau, ja. Und dann musst du ja nach 200 Kilometern einen Ölwechsel machen und dann hast du so einen silbrigen Film im Öl. Das ist normal. Ich habe den Wagen gekauft, mit Motor frisch. Dann wurde der direkt mit frischem Motor an den Zwischenhändler verkauft, also den Vorbesitzer. Der hatte den 5 Tage dann wieder Stress mit Frau, sonst was. Halt diese typischen Kleinanzeigen-Stories, warum man jetzt ganz schnell diese Karre wieder loswerden muss. Und der meinte, da ist noch das Einfahröl drin für den neuen Motor. Er hat den noch nie über 2.500 bewegt. Heißt, den jetzt 500 Kilometer gefahren und macht jetzt nochmal einen frischen Ölwechsel. Und dann hat er mir natürlich erzählt, ja, der Ölwechsel, da waren keine Späne, kein gar nichts. Und da dachte ich mir schon so, okay, da waren garantiert Späne, weil wenn du einen Motor einfährst, klar. Ganz minimal und immer. Ja, also man muss ja auch unterscheiden zwischen Späne und diesem Staub. So, das muss man jetzt natürlich sehen. Aber hier ist auf jeden Fall auch noch was drin. Und ob das Öl jetzt gewechselt wurde oder nicht, das sehen wir halt, wissen wir jetzt nicht, ne? Also was er da genau gemacht hat. Aber da ist jetzt nichts am Magnet kleben geblieben. Ne? Also okay, also Magneten hast du da gerade mal durchgeführt. Ja, ist gar nichts. Gut, dann würde ich das jetzt abhaken, oder? Also ich würde mal sagen, das war ja so eine Geschichte im Vorfeld. Wenn jetzt wirklich Späne drin gewesen wären, dann wäre das die größte Baustelle gewesen. Aber so können wir weitermachen. Ja. Super, top. Dann mal runter mit dem Lachs. Ich würde sagen, die guten Scheinwerfer hat er schon. Die hatten wir auch. Ich habe auch schon passende Heckleuchten bestellt, ne? Ja, nächstes Video, Heckleuchten, Facelift. Die ersten 2 Messungen hat er gut gemacht. Ja. Das ist aber jetzt eine frisch aufgeflashte Serienziffer, ne? Also ja. Nicht ja. Das, was da vielleicht drauf war. Nee, die erste Messung haben wir mit der, was vielleicht drauf war, gemacht, hatten 306 PS. Ja, genau. Dann haben wir geflasht, 102 reingefüllt und sind mit Seriensoftware 333 gefahren. Okay. Das Leistungsdiagramm, habe ich mich recht in Erinnerung. Das kann ich dir nochmal zeigen. Hat das so eine leichte Saugercharakteristik, dass das so... Das war eher wie ein EKG gewesen, von der Standard, ja, okay. Von der ersten Zeit. Ja, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Wir haben natürlich jetzt wirklich alles Mögliche an Teilen mitgebracht, um, ich sag mal, Probleme ausschließen zu können. Ja, okay. Das ist der letzte Run gewesen. Ja, hinten gibt es halt ein paar Probleme und hier vorne. Ne? Wir haben... ganz viele Ersatzteile dabei, auch viele Neuteile von Patricks Single-Turbo-Build, einfach um jetzt was ausschließen zu können. Also ihr meint Einbruch hier? Ja, ne? Genau, wegen des Motorlaufs, um einfach Sachen ausschließen zu können. Injektoren, Zündkerzen, Zündspulen, Zündkerzen, Unterdruckventile für die Lader, also alles, was man eigentlich braucht. Und wir haben sogar
Messgerät für die Steuerzeiten dabei, weil am Ende kann es auch einfach sein, dass die Steuerzeiten nicht richtig eingestellt worden sind, weil das ist ja jetzt auch nicht so trivial. Ich wollte jetzt gerade gar nicht ins Wort fallen, aber das wisst ihr ja auch noch gar nicht, wie blöde der Motor jetzt läuft, obwohl wir den halt auf Standardsoftware geflasht haben. Also es liegt ja nicht mehr an der Software, sondern es ist definitiv irgendwas, was hier den Motor noch nicht ganz gut bekommt, was hier auf jeden Fall noch im Magen ist. Auf jeden Fall sind alte Index 7 Induktoren verbaut. Kannst du kurz erklären, Index 7 und Index 12, weil ich habe es bis heute jetzt noch nicht ganz verstanden. Also als BMW den rausgebracht hat, war es halt Index 1, denke ich mal. Und die haben immer Probleme gemacht. Und dann also 2007 war es Index 1 oder 2006, okay. Und dann wurde das über die Jahre immer erneuert und eine Revision kam raus und die haben immer einen höheren Index erhalten. Und Index 12 sind halt die letzten, die gemacht wurden und die funktionieren. Okay. Und warum kann ich jetzt nicht losrennen und bei Autodoc mir für 98 Euro Index 7 bestellen? Weil das für einen anderen Motor sind. Das ist für N55. Ach so. Und N54 ist der einzige Motor, ich glaube N53 auch noch, die diese Art von Injektoren hat. Und die kosten 300 oder das 400 Euro. Das sind einfach, ganz grob gesagt, das sind Klopper-Injektoren, ne? Wir können kurz dann zeigen, wir haben ja welche dabei. Habt ihr auch einen N55-Injektor dabei? Weil nee, aber eigentlich ein Foto. Ich kann dir ein Foto schicken, das kannst du dann einblenden. Oh ja, ein Einblenden bin ich ganz gut. Das ist aus Plastik. Genau, die sind einfach aus halb so dick und aus Plastik. Das sind zum Beispiel meine, die ich bei mir verbauen werde. Das sind ordentliche Klopper. Und so sehen die dann ausgebaut aus. Und hieran erkennst du den Index an der Zahl. Ja, okay. Und das Problem ist einfach, selbst wenn du jetzt bereit wärst, 350, 400 Euro für einen zu investieren. Genau, das kommt dazu, warum ich frage, warum ich nicht Index 7 nehmen kann, sondern Index 12. Index 12 kostet halt aktuell 400 Euro bei BMW und ist nicht mal lieferbar, bin ich der Meinung. Genau, richtig. Genau. Pro Injektor. Pro Injektor. Genau, wir sprechen 6 Stück. Mal 6 und ist nicht lieferbar. Okay. Wir können dann am besten einmal auslesen und gucken, ob der mit dem BMW-Programm irgendwelche besonderen Fehler schmeißt. Kümmerst du dich um den Ölfilter? Weiter. Achso, ja, perfekt. Ihr seid gut ausgerüstet auf jeden Fall. Und dann arbeiten wir uns vor. Hast du schon mal Fehler ausgelesen? Also so richtig ausgelesen? Ja? Und war leer, oder? Du hast einen Klappen. Das war's ja. Den würde ich dann auch aufmachen, einmal aufspreizen. Das ist okay, oder? Ich meine, da ist nichts. Mhm. Das wird man direkt sehen, wenn da irgendwas fährt. Man würde es auch direkt hier unten liegen sehen. Hast du so Luftbläschen halt ein bisschen jetzt? Kannst du das nochmal kurz sagen mit den MOSFETs auf den Steuergeräten? Ja, auf den Steuergeräten, da hast du MOSFETs. Die sind für den Strom der Injektoren verantwortlich. Also die geben den frei, die regeln den. Und es kann auch sein, dass ein MOSFET kaputt ist. Aber du hast jetzt ein MSD81 Steuergerät und kein 80er. Und da gibt es keine MOSFETs mehr. Also das können wir ausschließen. Also wenn, dann sonst keine MOSFETs. Eben meintest du, es ist komisch für das Baujahr, dass er ein 81er Steuergerät hat. Genau, es ist grundsätzlich komisch, dass er das hat, weil in dem Baujahr waren eigentlich nur die älteren 80er Steuergeräte verbaut. Deswegen hat da jemand schon mal rumgefummelt und ein anderes Steuergerät reingemacht. Bin ich auch mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr rausfindet, dass er euch erzählt, dass er eigentlich ein 1er ist. Ne? Hier sieht man auch ganz viele alte Unterdruckschläuche. Und hier sind die beiden Druckwandler, die steuern die Wastegates. Mhm. Und da hat man auch richtig viele Probleme mit, wenn ein Schlauch undicht ist, egal welcher, dann kann er den Ladedruck nicht mehr richtig regeln. Mhm. Du kannst in der Software schreiben, was du willst, aber er kann die Wastegates nicht anziehen. Ja. Das haben die ganz oft als Problem, dass entweder Schläuche undicht sind oder einer der beiden Druckwandler kaputt ist. Das ist pro Lader einer. Das ist auch ein großes Risiko, wenn du jetzt neue Lader machst, sollte man die Verschlauchung neu machen, weil eben auch die Lader dann recht schnell kaputt gehen können. Mhm. Die können überdrehen. Nicht nur ein Leistungsverlustrisiko, sondern auch ein Schadenrisiko. Was meintest du jetzt gerade mit Fehlern? Du hast den Wagen jetzt einmal komplett ausgelesen, genau. Auch in Bezug auf die Fehlzündung. Das waren ein paar DME-bezogene Fehler, also DME ist die Motorsteuerung. Da waren ein paar Fehler drin, aber das hast du ja erzählt, hier war einmal Batterie down, dann können auch mal Fehler reinkommen. Die habe ich jetzt gelöscht, die waren noch nicht wieder da. Das heißt, einmal jetzt gucken, wieder Öl drauf, einmal starten lassen und gucken, ob neue Fehler kommen. Die müssten dann kommen. Wegen der Fehlzündung wundert es mich eigentlich, dass keine Fehler gesetzt werden. Wenn jetzt so Sachen wie Sensoren oder so kaputt werden, sollten eigentlich Fehler gesetzt werden, aber... 6 Liter Öl sind drin, etwas über 6 Liter. Kurbelwellen-Simmerring ist raus. Kurbelwellen-Sensor. Sensor, Entschuldigung. Alles gut. Und die beiden Druckwandler, hier sind jetzt die neuen. Was genau ist das jetzt für ein Druckwandler, für Unterdruck oder was? Genau, für Unterdruck, das steuert die Wastegates. Also quasi nur ein 3-2-Wege-Ventil und zieht die Wastegates an oder nicht, das steuert den Ladedruck. Was hat es jetzt hier mit dem 5W50, 100%, ist das wirklich 100% synthetisch oder? Ja, also da wird kein Erdöl mehr genommen. Also ist auf Basis, aber 100% synthetisch. Wir haben ja darüber geschrieben, 5W50 ist halt als Basis für einen getunten Motor einfach viel besser. Ein 5W30 ist halt sehr, sehr dünn. Das brauchst du im Alltag, um deine Emissionsklassen zu schaffen. Das ist im Tuning-Bereich, das hält viel mehr. Ne? Also die Temperatur stabiler. Genau, die 50 hält hinten die Temperatur, die Scherkräfte. Und das ist einfach,
Das brauchst du, wenn du richtig Leistung fährst. Gerade der Wagen macht richtig Öltemperatur im Kopf nachher, wenn du den mit Leistung fährst, und da brauchst du ein gutes Öl. Generell, Öltemperatur ist ja bei dem Motor ein Problem. Wir haben ja hier so einen ganz kleinen Ölkühler. Genau. Wird das jetzt erstmal besser mit der Öltemperatur, oder ist das Öl einfach bei hoher Temperatur beständiger? Genau, das Öl hat eine höhere Schärffestigkeit. Das heißt, wenn das die Temperatur bleibt, und die Temperatur macht dem Öl aber weniger Stress. Also okay. Es kann länger seine Performance bringen. Und kühlen kannst du es nur mit anderen Maßnahmen. Größeren Kühler. Ja, das wird das Einfachste sein. Muss mal gucken, wie ich den da noch reingefrickelt bekomme. Also es gibt verschiedene Lösungen. Von günstig, wirklich sehr, sehr günstig, 99 Euro Hacks, bis hin zu einem 2000 Euro Dual-Ölkühlersystem mit einem Billet-Thermostat hier vorne. Also wirklich sehr Luxus. Also da gibt es von uns. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach stumpf, so wie bei Alco beim C63, einfach einen zweiten Ölkühler irgendwo hinsetzen. Parallel geschaltet, also einfach in Reihe und dann durchlaufen lassen. Das geht auch. Ja, geht alles. So, das sind jetzt hier die Unterdruckschläuche. Da sieht man auf jeden Fall nicht mehr so Bock, ne? Könnte irgendwo undicht sein. Und dann vielleicht hat man schon nicht mal eine gute Ladedrucksteuerung. Was hast du jetzt alles gemacht? Was hast du jetzt alles gefunden? Also im ersten Schritt haben wir die Druckwandler einmal gewechselt mit den Schläuchen, den Unterdruckschläuchen. Auch hier alle, die zum Turboladern, zu den Railsgates gehen, die Schläuche. Dann habe ich den Kurbelwellensensor gewechselt. Der war ja hier hinten. Genau, der ist hinten ganz in der Ecke am Motorblock. Und auf Verdacht, muss man dazu sagen. Ne? Muss man dazu sagen, auch weil er so scheiße anspringt. Das wird so ein bisschen dazu passen bei dem, das hatte ich auch mal. Wollen wir mal gucken, wie er läuft, um zu gucken, dass das alles auch läuft. Und sonst nochmal Injektoren wechseln. Als nächsten Schritt. Luftfilter sind ja jetzt noch keine drauf, da wollt ihr jetzt natürlich direkt anfangen, das Ding zu verbasteln, ne? Ja, richtig, genau, wir haben dir was mitgebracht, weil das wirklich schöne Sachen sind. Die sind auch gefragt in der N54-Szene, unsere schönen Luftpilze. Und alle würden jetzt schreien, ist illegal. Nein, da haben wir Teilegutachten für. Die Dinger kosten so 199 Euro, machen einen Wahnsinns-Sound, also wirklich Wahnsinns-Sound. Wer auf Turboladergeräusche steht, liebt diese Pilze. Habe ich natürlich hier alles in der Beschreibung verlinkt, ne? Ja, einmal vorbeischauen. Und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich für Neuestes rauskommt hier, ne? Sieht echt... Oh, scheiße. Wenn das die Polizei sieht. Viele Leute werden sagen, die saugen jetzt warme Luft an. Im Stand ist das auch richtig, aber im Stand ist das auch nicht so entscheidend. Während der Fahrt ist entscheidend und die originale Luftführung bleibt dann da und die strömt quasi die Luft vor die Pilze. Zusätzlich haben wir hier unten auch noch ein bisschen Frischluft, ne? Genau. Hallo! Das glaube ich. Hier kommt auch noch Frischluft, ne? Da ist es ja. Genau, Frischluft kommt und während der Fahrt 150 kommt da so viel Luft rein. Dann sind auch die Ansauglufttemperaturen gut. Ist auf jeden Fall approved mit Tuning. Eigengeruch? Eigengeruch, ja. Was soll das denn heißen? Macht nichts, Malte ist ja schon ausgestiegen. Gar nicht. Genau. Alleine Eigengeruch. Das ist top gepflegt, das Ding. Er hat schon so diesen BMW-Geruch, ne? Also finde ich auch gut. So, dann schmeiß mal an den Hobel. Bin ich mal sehr gespannt. Oh Mann, Alter, ist das Max ernst, dass er das Video wieder an der spannendsten Stelle unterbricht? Da scheint der BMW ja noch nicht perfekt zu laufen. Da lasse ich aber mal ganz schnell ein Abo und ein Like da, damit der zweite Teil direkt kommt. Hey Leute, gut, tschüss.